Hallihallo und willkommen zurück zu Android. Ja, letztes Mal haben wir uns so eine coole App geschrieben, die jemanden anrufen kann, und zwar nur genau diese eine Nummer. Ja, und das ist unbedingt eine App gewesen, die wir unbedingt auf den Markt bringen wollen. Und deswegen will ich euch dieses Mal zeigen, wie man eine App deployen kann, beziehungsweise erstmal die APK erstellen. Und ja, das tut man folgendermaßen. Man geht hier oben auf Build. Und dann brauchen wir eine Signed APK, damit wir das Ganze auch wirklich installieren können, sonst kommt ständig ein Fehler. Habe ich schon ausprobiert, keine Sorge. Und ja, dann gehen wir hier auf Generate Signed APK. Und dann kommt hier dieser APK-Wizard. Und der braucht einen Key. Und dieser Key, da könnt ihr hier, falls ihr schon einen habt, einen existierenden Key benutzen. Ansonsten müsst ihr einen neuen Key benutzen. Und deswegen gehen wir hier auf Create New. Und hier oben muss dann natürlich einfach ein Pfad rein. Einfach hier irgendwo in. Also ich habe jetzt hier gerade einen Ordner offen. Ja, gehen wir hier direkt auf Android Studio und geben hier ein FileName Key ein. Dann wird der direkt da reingepackt. Dann müsst ihr hier irgendein Passwort reinmachen. Ich schreibe da mal Tutkey hin. Ich weiß nicht, wo mein echter Key ist. Und A, B, C, D, E einfach eingeben. A, B, C, D, E. Und dann geben wir hier ein Alias an, zum Beispiel Morpheus. Das ist dann der, der es geschrieben hat. So, hier muss natürlich dann nochmal das Passwort eingegeben werden. Hier könnt ihr eingeben, wie lange der Key gültig sein soll. Hier irgendein Name, Vorname, Nachname, Unternehmen. Beziehungsweise die, ja, YouTube Inc., genau. So, und meine Corporation ist non-existent. Existing. Stadt und Lokalität. Ja, Entenhausen, was weiß ich. In Niemandsland. Und 1, 2, 3, 4, 5. So, irgendein Key kreieren. Ja, okay, mein Passwort. Oh. A, B, C, D, E. Dann kommt wohl ein F hinten dran noch. Also, ihr habt gesehen, mindestens 6 Buchstaben muss euer Key-Passwort sein. So, hier könnt ihr dann das alles nochmal eintragen. Also, hier müsst ihr dann das Passwort eingeben. Das hier unten kann übrigens ein anderes Passwort sein. Also, hier ist quasi, wo der Key gelagert wurde. Das ist ein Passwort und dann für den Key braucht ihr nochmal ein eigenes Passwort, ist aber egal, es kann auch dasselbe sein, deswegen habe ich gerade eben dasselbe genommen. Und hier könnt ihr euch dann das Passwort merken, dann geht ihr hier auf Next. Und ja, dann habt ihr hier unter Android Studio Projects, beziehungsweise ihr könnt eigentlich auswählen, wo ihr es haben wollt. Hier könnt ihr dann die Bug- oder Release-Version auswählen. Und die Bug-Version, die gibt halt noch die Bug-Ausgaben an. Aber wenn ihr es verteilen wollt, dann nehmt ihr die Release-Ausgabe und klickt auf Finish. Und dann mit hier, ah ne, hier steht es gar nicht dabei. Dann steht hier unten, den ihr gerade nicht sehen könnt, stand gerade Gradle Executing Tasks. Jetzt steht hier, ah ja, genau, jetzt ist es fertig, perfekt. Generate Signed APK. Und generated successfully. Und jetzt mach ich einfach mal hier Show in Explorer. Und schon sehen wir das Ganze hier. Ja, wir sind jetzt hier in diesem Ordner drin, der angegeben wurde. Unter SRC findet ihr dann eure ganzen Sachen hier, Manifest, Java und alles. Das ist da, wo ihr es hingepackt habt. Und wenn ihr dann hier unter Build geht, upsala, dann kommt ihr unter Generated. Source, nein, nicht unter Generated, unter Outputs ist es. APK. Und dann habt ihr hier eine APK, nämlich die Debug-APK und dann die Release-APK. Und dieses Unaligned muss euch nicht irgendwie stören. Das ist diese APK, die könnt ihr auf euer Handy draufziehen. Also einfach über USB anhängen, beziehungsweise auch auf dem Google Play Store uploaden. Und das ist dann die APK, in der alle eure Sachen drin stehen. Und ja, diese APK, das ist eine Installationsdatei. Ja, das funktioniert eigentlich mit der, ja, ganz normal. Aber wenn ihr den Google Play Store irgendwie hochladen wollt, dann müsst ihr vorher euch da anmelden für den Google Play Store und dann nochmal 25 Dollar Gebühren zahlen.
dass ihr euch überhaupt anmelden dürft als, oder, ja, als Entwickler. Ja, aber danach könnt ihr quasi hochladen, so viel ihr wollt, und könnt eure eigenen Apps verteilen. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie man die Apps auch tatsächlich unter die Leute bringt. Denn einfach nur so auf dem Emulator ausführen, wird auf die Dauer doch schon ein bisschen öde. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.